Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Es sind jetzt sehr, sehr angenehme 20 Minuten. Keine brutalen, kontroversen Diskussionen. Wenn Sie also jetzt Konfrontation brauchen um diese Tageszeit, dann können Sie jetzt noch aufstehen und gehen. Wenn Sie aber einen wirklichen Champion erleben wollen, wenn Sie Exzellenz erleben wollen, wenn Sie Außergewöhnliches erleben wollen in der digitalen Welt, dann sind Sie hier genau richtig, meine Damen und Herren. Denn es geht um den Digital Brand Champion 2014, präsentiert von der Wirtschaftswoche. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der scheidende, aber legendäre Chefredakteur der Wirtschaftswoche persönlich hier ist, gemeinsam mit einem Mann, der für ihn eine Studie erstellt hat, die wiederum den Digital Brand Champion 2014 hervorgebracht hat. Und um die Spannung ein bisschen zu steigern, meine Damen und Herren, ich spüre eine Energie im Raum. Ich habe das Gefühl, dass der Champion neben uns, vielleicht neben Ihnen sitzt, unter uns ist. Schauen Sie sich mal um. Jeder von Ihnen im Raum könnte der Brand Champion sein, aber es ist nur einer. Und ich habe ihn schon gesehen, er ist hier im Raum, meine Damen und Herren. Ein paar wissen es auch schon, es ist schon ein bisschen durchgesickert. Deswegen wollen wir es nicht spannender machen, als es ist. Aber ich freue mich sehr, wenn Sie die beiden, die jetzt kommen, mit einem großen Applaus begrüßen. Begrüßen Sie sehr, sehr herzlich für die Wirtschaftswoche Roland Tichy und für Different Jan Pechmann. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung einer völlig überflüssigen Veranstaltung. Ist es so schlimm? Es ist völlig überflüssig, weil Sie hier sind, weil Sie wissen es ja bereits. Wir haben das angefangen, weil Sie sich nicht vorstellen können, wie viele deutsche Unternehmen mit der Digitalisierung noch Probleme haben. Digitalisierung ist für die was Technisches mit Steckern und so oder vielleicht schon WLAN, gibt manche, die haben das schon. Aber die Digitalisierung ist aus meiner Perspektive eine soziale Revolution, weil es unser Verhältnis zueinander, zu den Marken, zu den Kunden, zum Leben ändert und vor allen Dingen auch im Marketing. Früher war ja Marketing so eine Art Hundeabrichtanstalt mit viel Werbeaufwand, immer bei uns bezahlt natürlich, bei RTL auch. Sitz, Platz, geh, spring! Macht aber der Kunde nicht mehr. Der Kunde hat sich ja verändert. Er will umworben werden wie eine Katze. Er kommt oder kommt nicht. Und ist noch schlimmer, wenn er gar nicht will, verbündet er sich mit anderen Katzen zu einer Katzenbande und verschlimmbessert die Werbebotschaften des Marketing. Marketing, das ist ja die große Show des Schwindelns, des Vortäuschens, ein bisschen Lüge dabei, ist gefährlich geworden. Die Leute reden miteinander über dich, du merkst es gar nicht und plötzlich bist du der größte Lügner unter der weiten Sonne. Und deswegen haben wir diesen Digital Brand Champion aufgesetzt, um Leute zu bekehren, sie sind bekehrt, wie wichtig Digitalisierung ist und wie sie das soziale Verhältnis der Menschen zueinander, zur Werbung, zur Marke verändert hat. Jan, du hast das Wort, erzähl's uns, er ist der Zahlenfuzzi. Kann man sagen, um dazwischen zu fragen, das ist der ehrlichste und sozialste Preis, den es in Deutschland gibt? Das ist unbedingt wahr. So, das wollte ich noch kurz erwähnen. Bitte. Absolut, Dankeschön. Ja, als wir vor ungefähr 4 Jahren den Grundstein gelegt haben für die Studie, sah für uns die Marketingwelt im Bereich digital so ein bisschen so aus. Das Motto war, höchste Zeit, ich weiß bloß nicht, wofür. Das heißt, viele Dinge wurden gemacht, weil man sie A, technisch konnte oder B, weil man sie politisch wollte, nicht unbedingt, weil man sie auch strategisch brauchte. Und ich habe dazu so einen kleinen Einspieler vorbereitet, der ist von Donald Rumsfeld, das ist der ehemalige US-Verteidigungsminister. Den kann man privat ambivalent finden, aber das Zitat, verspreche ich Ihnen, wird Ihnen gut gefallen. There are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. So, unknown unknowns, meine Damen und Herren, das ist ein Stück weit auch das, was Markenführung hier im digitalen Raum spannend macht, weil ehrlicherweise die meisten Dinge, die Sie alle in den nächsten 3 Jahren auf Ihrem Tisch haben werden, werden Dinge sein, für die Sie de facto keine Erfahrungswerte haben werden. Das werden Dinge sein, die Sie dann zum ersten Mal machen. Das ist erstmal faszinierend. Und damit gehen für uns 2 tolle Eigenschaften oder Effekte einher. Der erste ist der, digital geht eigentlich natürlich dahin, wo sich keiner auskennt. Digital geht nach vorne. Digital leistet Pionierarbeit und ist für uns so etwas Ähnliches wie die Forschung und Entwicklungsabteilung des Marketings. Das ist eine gute Sache und davon bräuchten wir eigentlich noch viel, viel mehr. Der zweite gute Effekt ist, digital baut Brücken. Was wir damit meinen ist, wir merken immer wieder bei Kunden, die ernsthaft in Themen digital und Social Media wirklich einsteigen, dass die es schaffen,
über Abteilungsgrenzen hinaus zu denken und auch zu handeln. Also wirklich integriert, auch customer-centric, ihre Organisation umzubauen. Und auch das ist ein ganz toller und ganz wichtiger Effekt. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, es gibt einen Nachteil oder eine Kehrseite der Medaille und die sieht so aus. Marken sind im digitalen Raum, im digitalen Zeitalter in so einer Art permanenten Beta-Zustand. Das heißt, Dinge, die heute richtig gut waren, können morgen schon langweilig und übermorgen falsch sein. Wissen Sie alle besser vielleicht als ich? Und vor dem Hintergrund ist natürlich die Frage der Stunde, wenn Veränderung quasi zum Dauerzustand wird, wie schafft man es dann, diese Veränderung systematisch zu steuern und auch ein bisschen zu managen? Wie schafft man es, Handlungsfelder und Aktionsräume für Marken im digitalen Raum auch besser zu priorisieren? Und genau das ist eigentlich der Impetus dieser Studie. Das heißt, wir haben versucht, in diesen digitalen Raum, ich nenne es mal salopp, 4 Schneisen einzuschlagen, die sich am Ende des Tages in der sogenannten Digital Brand Scorecard niederschlagen. Das ist das Herzstück der ganzen Sache. Und es gibt 4 Faktoren, die jeweils nochmal mit 4 KPIs operationalisiert sind. Und man kann pro KPI 10 Punkte, also pro Faktor 40 Punkte und unabhängig davon, dass das Layout hier zerschossen ist, insgesamt dann 160 Punkte bekommen. Und der Gesamtsieger ist natürlich der, der über alle Faktoren gut scored. Aber es gibt eigentlich auf den einzelnen Faktoren, also auf den Einzeldisziplinen, jeweils interessante Einzelmeister, die ich Ihnen vielleicht ganz kurz mal vorstellen möchte. Faktor Nummer 1, Integrity. Natürlich, es gibt immer mehr Touchpoints, die integriert werden wollen, aber, und das ist genauso schwierig, es gibt auch immer mehr Stakeholder. Das heißt Menschen, Abteilungen, Dienstleister, Agenturen, die irgendwie irgendwo an der Marke im digitalen Raum rumfummeln. Und dieser Faktor kümmert sich im Prinzip darum zu checken, mit diesen 4 KPIs, wem das inhaltlich und auch formal am besten gelingt. In diesem Jahr war das die Marke HTC, die hier definitiv die meisten Punkte hat einfahren können. Faktor Nummer 2, Sie alle wissen oder kennen die Regel, Menschen werden sich in Zukunft im digitalen Raum entweder freiwillig mit Markeninhalten beschäftigen oder eben überhaupt nicht mehr. Und genau das checkt eigentlich dieser Faktor. Mit diesen 4 KPIs hier geht es darum, wie gut sind die Contents und die Mehrwertangebote, die eine Marke im digitalen Raum anbietet. Hier hat in diesem Jahr die Deutsche Bahn ganz klar das Rennen gemacht. Und da seid ihr euch sicher? Absolut. Gut. War das eine Überraschung? Ehrlicherweise ja. Okay. Ehrlicherweise ja. In diesem Jahr haben sich überhaupt auch im Vergleich zum letzten Jahr sehr, sehr, sehr heftige Veränderungen ergeben. Aber die Deutsche Bahn hat es verdient. Die machen wirklich tolle Contents, Mehrwertangebote, tolle Infografiken. Das können wir mal noch vertiefen, aber die sind besser, als man denkt. So, Relationship ist natürlich ganz offensichtlich die größte Chance im digitalen Raum, Beziehungen aufzubauen, zwischen Marken und Menschen Beziehungen zu pflegen. Das ist die größte Chance. Fakt ist aber auch, dass nicht alle Marken sich gleichermaßen leicht tun, diese Chance auch tatsächlich zu nutzen. Da passieren zum Teil auch im Jahre 2014 noch ganz schön komische Dinge. Richtig gut gemacht hat es in diesem Jahr die Marke BMW. Und last not least, Faktor Nummer 4, da geht es um Innovation Leadership. Es geht im Prinzip darum, und dieser Faktor untersucht auch mit diesen 4 KPIs, wie nicht so sehr die Quantität, sondern vor allem auch die Qualität der Innovationsleuchttürme einer Marke im digitalen Raum. So viel vielleicht im Schnelldurchflug durch die Logik der ganzen Sache und damit eigentlich auch zu der großen Frage, wer hat das Gesamtrennen gemacht? Die sind ja alles wahrscheinlich fleißige und treue Leser der Wirtschaftswoche. Sie müssen uns dann schon Zeit lassen, einen kleinen Trommelwirbel einzuspielen jetzt. Ne? Absolut, wird gleich gemacht. Das heißt, man hat es vielleicht schon gelesen, aber vielleicht hatten die wenigsten von Ihnen Gelegenheit, das auch schon mal diesen Menschen persönlich zu treffen. Naja, und ist ja klar, was ich sage. Weißt du, im Marketing kannst du heute nichts mehr vortäuschen. Richtig, genau. Wollt ihr es raushauen jetzt? Die große Frage, Herr Tichy, wollen wir es sagen? Herr Tichy. Ja, wollen wir sagen, natürlich. Also es ist nicht die Deutsche Bahn, denn die Kategorie 5, Pünktlichkeit, ist Gott sei Dank nicht abgefragt worden, sondern der Sieger in diesem Jahr ist BMW. Und begrüßen Sie mit mir Dr. Steffen Althaus. Er hat ganz viele Titel, aber man kann es eines sagen, er ist für das Brand, für die Brandführung des Konzerns aus München weltweit verantwortlich. Willkommen hier auf der Bühne und der Digital Brand Champion 2014. Es gibt sogar Blumen. Das ist das erste Reale, was ich auf dieser Messe wirklich sehe Blumen hier. Blumen. Brandgefährlich hier mit Ihnen auf der Bühne. Warum? Ganz schön muss ich mich hier warm anziehen, glaube ich. Aber nein, das ist jetzt eine Kuschelrunde. Das ist eine Feier- und Kuschelrunde. Okay. Wir haben jetzt gesehen, legen Sie rum, du musst ab. Wir haben jetzt gesehen, der war in einer Kategorie mit BMW ganz vorne, ich glaube fast an den 40 möglichen Punkten dran. Ja. Insgesamt sind es von den 160 wie viel geworden? Jetzt haben Sie mich genagelt, über 130, also Sie sind verdammt gut. Aber mal ganz im Ernst, wenn Sie sich überlegen, wofür haben Sie wirklich den Preis gekriegt? Was machen Sie wirklich anders? Die
Art und Weise, wie Sie fragen, glaube ich, dass Sie die Antwort schon im Kopf haben. Deswegen gebe ich die gleich wieder zurück. Nein, ich frage Sie ja einfach. Ich möchte ja wissen, wissen Sie, wir stehen ja außen. Wir geben so mit einer Messlatte und sagen, naja gut, 1,76 bei so. Also was ist Ihr Gefühl? Man hat ja eine Außenwahrnehmung, eine Selbstwahrnehmung. Okay, also das, was zurückgespielt worden ist, ich glaube, was gelungen ist, ist die Vielzahl an Kanälen, die wir öffnen, auf eine relativ einfache und robuste Art miteinander zu verbinden, um diese, ich glaube, das haben Sie ja vorhin erwähnt, das Thema Relationship besonders herzustellen und dann quasi diese Verbindung zu den Kunden herzustellen. Weil man muss wissen, und das gilt jetzt nicht nur für uns, sondern für viele andere auch, die ja auch erwähnt worden sind, das ist ja, glaube ich, wie Sie gesagt haben, alles auf einem sehr hohen Niveau insgesamt, ist eine tolle Arbeit gemacht worden, reflektiert aber auch, dass wir es auch verdammt nochmal nötig haben, das zu machen, und deswegen ist das in dem Sinne dieser Preis auch eine Verpflichtung für das, was weitergeht. Und ich weiß ganz genau, was in manchen anderen Bereichen, nicht nur in Ingolstadt oder sonst irgendwo los ist, weil mit Sicherheit wollen die auch nächstes Jahr von Ihnen gefragt werden. Naja, von mir ja nicht mehr und so. Ich mache das dann selber. Aber die andere Frage ist, was macht ihr anders? Ich meine, Marketing ist ja so kompliziert und jetzt tippt einer da in sein Gerät rein. Weißt du was, BMW ist toll, aber meine Bremsscheibe quietscht. Was passiert dann? Was wir anders machen, aber das ist jetzt nochmal Respekt vor allen anderen, was machen wir vielleicht gut oder was machen auch andere gut oder worauf kommt es jetzt an? Wichtig ist, dass wir gerade im Bereich von Premium, und wir verlangen ja nun auch einiges für das Auto, es muss erstmal das Auto und das Produkt muss als solches halten. Da bin ich noch gar nicht bei dem gesamten Marketing-Thema oder alles, was irgendwie drüber geht. Das Produkt als solches muss es halten. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Geschichten, die man dann erzählt, die dort auch letztendlich geteilt werden, die müssen eine Relevanz haben für andere auch dabei und die müssen letztendlich wahrhaft sein. Und die, ich glaube, dass einer der Punkte, weswegen wir auch gewonnen haben, ist nicht nur das Thema i3, sondern auch das ganze Thema BMW Stories. Geschichten schreibt hier keine Agentur der Welt, sondern das sind Dinge, die kommen weltweit von unseren Kunden direkt selber. Und da geht auch vielleicht manchmal was schief oder was nicht ganz richtig. Und dann ist es wichtig, da wahrhaft zu bleiben und den Dingen auf den Grund zu gehen und weiterhin authentisch zu sein. Und da sind wir bei allem nicht überheblich und wissen, dass das irgendwie alles, dass wir alles super machen, sondern das muss sich jeden Tag neu erkauft werden. Und deswegen ist unser Geisteszustand bei BMW Healthy Paranoia. Also um nochmal bei Jan Pechmann anzuknüpfen, diese Untersuchung ist wirklich auch für mich als Journalist sehr genau und sehr fein gemacht. Wir messen, oder er macht es natürlich mit der Stoppuhr, die Reaktionszeiten auf Anfragen des Publikums. Klingt ja simpel, aber wer kommuniziert und keine Antwort kriegt, ist irgendwie irritiert. Wie managt ihr eigentlich diese rund um die Uhr Erreichbarkeit? Ich meine, es ist ja ein ungeheurer Stress. Ja, aber was denn nun? Also müssen wir ja. Das heißt, wir müssen ja, also das erste Mal, ich rede jetzt mal vielleicht ein bisschen über die Weiterentwicklung des Marketings. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen auch, wie wir vielleicht Marketing begreifen. Und das ist, haben wir jetzt nicht exklusiv, dieses Thema. Aber die Rolle des Marketings hat sich substanziell geändert von einer Einbahnstraßenkommunikation hin zu einer, ich sag mal fast schon, journalistischen Art und Weise, wie wir mit dem Feedback auch direkt umgehen. Das heißt, wir müssen diese Kanäle erstmal zunächst verstehen, dann müssen wir trennen, was funktioniert. Ich hoffe, ihr seid nicht so ekelhaft wie ich. Jetzt gib mir doch mal die Chance, erstmal hier zu antworten. So, und das Zweite, also erstmal zu verstehen, um was es dann dabei geht. Jetzt nicht jedem Trend gleich hinterher zu laufen, weil das schaffen wir nicht. Letztendlich geht es bei uns darum, gute Autos zu bauen und die eine hohe Produktzufriedenheit zu erreichen. Das ist mal das Allerwichtigste, dass der Service stimmt und so weiter. Dann müssen wir diese neuen Technologien entsprechend verstehen, Kanäle eröffnen und dann quasi redaktionell oder fast journalistisch arbeiten. Und das geht jetzt, und das ist mir das Wichtige, über das Marketing hinaus. Sondern das beinhaltet genau die Kollegen auch aus dem Vertrieb, das beinhaltet die Kollegen auch im Händlerbereich, das betrifft die Kollegen im Bereich der Kommunikation. So in dem Sinne, und darauf will ich eigentlich aus, und das würde ich mir wünschen, wenn dieses Thema Digital Brand Champion nicht nur in die Richtung der Kommunikation geht, denn ich glaube, das ist auch eine der Botschaften, die wir hier auf der Demexco sehen, beziehungsweise eine, die ich auf alle Fälle gesehen habe, sondern wenn ich hier sehe, von wie vielen Leuten ich angesprochen werde, die uns sagen, wenn ihr das und das nicht macht, werden wir euch 1% eures EBITs im nächsten Jahr klauen. Das sind jetzt wirklich die Business-Fragen, die dahinter stehen. Und hier gibt es eine ganze Reihe von Anbietern, die wollen nicht nur, dass wir eine bessere Kommunikation machen, sondern die wollen uns auch zeigen, wie wir unser Geschäftsmodell in dem Sinne beschützen können. Weil die Rolle von Konnektivität im Auto, das wird ja in dem Sinne nicht besser. Ja? Und deswegen ruht sich auch keiner aus. Keiner in Ingolstadt, keiner bei uns, keiner in Zuffenhausen und auch schon gar nicht in Stuttgart. Ich habe eben was ganz Interessantes erlebt. Wir hatten gerade, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dabei war, eben mit Dr. Stephen Aldous im in der Kongresshalle drüben in der großen Halle eine CMO-Runde, wo noch die Kollegen von L'Oreal waren, IBM,
AOL. Und da hat Stephen Aldous etwas gemacht, was ich auf dieser Messe überhaupt noch nie erlebt habe. Da sagt ein CMO, als wir eine total dynamische Schlussrundenfrage machen wollten, da muss ich erst mal drüber nachdenken. Ich gebe die Frage mal weiter. Das ist etwas, was ich hier so noch nicht erlebt habe, dass sich jemand mal Zeit nimmt, über etwas nachzudenken. Ich selbst als jemand, der aus dem Hause Bertelsmann kommt, kenne das von Reinhard Mohn, der jeden Tag eine Stunde spazieren ging. Und dann wurde er gefragt, was machen Sie denn da? Ich denke nach. Das ist etwas, was ich als außergewöhnlich empfinde. Kommt ihr überhaupt noch dazu, wirklich mal in Ruhe über Dinge nachzudenken? Oder ist all das, was wir hier erleben, auch der digitale Wahnsinn, eher Confusion? Ist es Inspiration? Wann macht man mal einen Punkt und sagt, wir denken mal in Ruhe über Dinge nach? Wie macht ihr das? Ich kann jetzt, ich rechne vielleicht mal von mir, was mir persönlich wichtig ist, ist eine innere Haltung, dass es vollkommen okay ist, gewisse Dinge nicht zu wissen. Das erhöht nebenbei dann auch die Qualität oder die Glaubwürdigkeit der nächsten Antwort, wenn man mal dann direkt darauf antwortet. Das ist teilweise so, deswegen war es jetzt keine Masche, ich hatte wirklich keine Ahnung, wie ich darauf antworten sollte, sondern ich glaube, wir müssen sehen, dass wir im Marketing nicht alles sofort, also Stille nicht ertragen können und alles sofort zwanghaft eine Antwort finden. Und einfach mal zu sagen, wenn ich es nicht weiß, aber ich habe große Lust, das gemeinsam rauszufinden, das entspannt und führt zu einer ganzen Reihe von Demut. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in teilweise völlig überhitzten Diskussionen zusammensitzen. Alle haben mindestens auf Seite 3 in der Credentials-Präsentation, für wen sie alle schon die Welt gerettet haben, was sie alles gemacht haben. Und es ist, glaube ich, wirklich ganz gut, wenn man einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, ich habe das noch nicht gemacht, aber ich hätte wahnsinnig Lust, mit Ihnen das rauszufinden. Und ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel jetzt von uns. BMW i3 hat uns eine ganze Reihe von Dingen gelehrt. i3, wir haben diese Kunden 80% noch nicht vorher im Auto gehabt. Das heißt, wir mussten Dinge anders machen. Und die innere Haltung, wenn du Dinge anders machen musst, ist, auch mal ganz neu zu überlegen und auch mit Partnern zu arbeiten, die innere Haltung haben, ich möchte es gemeinsam mit ihnen rausfinden. Das führt dann zu relativ kurzen Credential-Präsentationen. Und das führt eigentlich eher zu einem Ansatz zu fail first und fail fast. Und das führt zu einem Ansatz, wo man sagt, wie kann ich eigentlich aus Fehlern am meisten lernen? Und ich glaube, das müssen eine ganze Reihe von Großunternehmen, auch wir, und da sind wir genauso dabei, deswegen verzeihen Sie mir dieses klitzekleine flammende Plädoyer, lernen aus Fehlern ist eines der wichtigsten Assets, die wir überhaupt haben an der Stelle. Und ich glaube, das führt vielleicht dazu, dass alle so ein bisschen einen Schritt zurücktreten. Nicht jeder muss sofort Superstar-Präsentationen zeigen, wie großartig analysiert, wie hervorragend strategisch geplant, wie granatenscharf das umgesetzt worden ist und mit den Ergebnissen. Das muss nicht alles so bam, bam, bam kommen, sondern lasst uns vielleicht ab und zu mal einen Schritt zurücktreten, miteinander reden, wie wir das angehen können. Und dann ist Schnelle in dem Sinne auch kein Selbstzweck. Und ich habe den Eindruck, dass wenn wir da so einen Schritt zurücktreten, erhöht das auch unsere Glaubwürdigkeit als Marketing-Community im Sinne von Business und nicht nur als schnell schwätzende Kommunikatoren. Für mich, Herr Tichy, wäre das ein schönes Schlusswort. Auch ja, noch perfekt wie BMW, beide, das ist und in Timing. Uns beide unterscheidet ja von ihm eines. Wir wissen immer schon alles vorher, bis passiert ist. Ja, Sie, ich ja nicht. Ich ja, vielen nicht. Dank. Ja. Das ist die letzte Frage an Roland Tichy, der die Wirtschaftswoche von 2007 bis 2014 geprägt hat, in dieser Rolle hier zum letzten Mal aufgetreten ist. Wohin geht die Reise ab 1. Oktober? Was werden Sie da machen? Ich werde Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich mit digitalen Ventures beschäftigt. Sollten Sie also in Ihrem Portfolio das Facebook von morgen haben, sagen Sie es mir, ich kaufe es dann ganz billig. Danke. Ganz herzlichen Dank an Roland Tichy, den noch Chefredakteur der Wirtschaftswoche, an den Managing Director von Different mit 3F, Jan Pechmann, und an den Preisträger, der Digital Brand Champion 2014. Ich bin sehr gespannt, wer heute Abend diesen Blumenstrauß bekommt. Ja, wer ist es? Wer ist es? Sagen Sie schon? Die Veranstalter, die das hier gemacht haben. Ach so, okay. Das sieht so teuer aus, das darf man nicht annehmen. Dr. Stephen Aldous, compliance-mäßig auch noch ganz weit vorne. Vielen, vielen Dank. Servus, herzlichen Glückwunsch. So, das war eine sehr schöne Runde und es geht gleich heiß weiter. Jetzt werden hier die dollsten Pyro-Effekte aufgebaut.